Ja, ja. Glocken verkünden es all überall in Deutschland. Der Koalitionsvertrag ist vorläufig unterschrieben. Und spätestens jetzt weiß jeder, Angela Merkel wird zu Recht wieder Bundeskanzlerin, weil sie etwas kann, was sonst keiner kann. Ich kann auch so reden, dass das nicht angreifbar ist. Ja. Eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis, meine Damen und Herren. Na, Per, jetzt mal nicht beleidigt sein hier. Sowas würde die Angela Merkel doch nie sagen. Wenn alles normal läuft, dann kann ich zusagen, dass unsere Vorhaben auf einer guten Grundlage sind. Genau. Wie der Koalitionsvertrag zeigt, Merkel wird immer ganz, konkreter geht ja gar nicht. Wir wollen den Föderalismus neu ordnen. Ja. Wir wollen den Arbeitsmarkt fit machen. Echt? Wir wollen unsere Schulen und Hochschulen wieder an die Spitze führen. Ja, Mensch. Wir wollen unsere Verschuldung bändigen und unsere Gesundheits-, Renten- und Pflegesysteme in Ordnung bringen. Ach, Entschuldigung, das waren die Ziele 2005 bei ihrer ersten großen Koalition. Und für die galt ja... Niemand kann uns daran hindern. Niemand? Außer uns selbst. Ha, zum Glück haben sie das mit dem Hindern ja ganz gut hingekriegt. Denn sonst... Also, sonst... Naja, gut, sonst wäre ja alles irgendwann fertig, nicht? Wenn einmal ein Intelligent da dran wäre. Ja, eben. Aber so bleiben doch für die nächsten 4 Jahre noch eine Menge Dinge zu tun. Also, auf geht's. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Ende der Großen Koalition wirft seine Schatten voraus. Hä? Wir haben uns wirklich nur auf das Allernötigste geeinigt. Ach, und dieses Allernötigste, das wäre aus Sicht der Koalition... Sie nach 4 Jahren zu beenden. Das ist das gemeinsame Ziel beider Partner dieser Großen Koalition. Ja, aber Sie wollten doch Deutschlands Zukunft gestalten. Ich halte das für Quatsch, wenn ich es mal so plump sagen darf. Ja, aber dann... Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Ja, so kann man das sehen.